Herzlich willkommen zum DLR Webcast. Wenn wir überlegen, warum geht überhaupt ein Zentrum wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt zu einer ILA oder zu anderen Luft- und Raumfahrtausstellung, stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich das überhaupt? Das ist natürlich hier sozusagen ein Schaulaufen natürlich von verschiedenen Technologien und auch eine Präsentation zur allgemeinen Öffentlichkeit und zur Fachöffentlichkeit. Aber ganz wichtig auch, aus diesen Präsentationen ergeben sich dann eben auch viele Gespräche, viele neue Kooperationen mit in- und ausländischen Partnern. Wenn wir uns die Frage stellen, welche Art von Beziehungen entstehen denn auf der ILA, dann ist das ganz breit. Wenn Sie alleine unseren ILA-Stand angucken, wir haben hier nicht nur die Aktivitäten des DLR selber, sondern auch unserer französischen Partner CNES. Wir zeigen eine Kooperation mit der NASA, nämlich SOFIA, das Flugzeug mit der Infrarotkamera. Und wir haben auch hier nämlich die Flügelvorderkante gemeinsam mit ZAGI, der russischen Forschungseinrichtung. Also deshalb ist auch schon diese ILA für das DLR eine Demonstration der internationalen Partnerschaften. Und die können wir dann eben verstärken, indem wir ganz gezielt internationale Partner, internationale Organisationen hier an unseren Stand holen und zukünftige Projekte absprechen. Ich werde oft gefragt, was ist denn das Highlight, entweder auf der ILA oder was ist das Highlight des DLRs in der Forschung und Entwicklung. Und als Vorstandsvorsitzender bin ich so begeistert von dem gesamten DLR, dass ich niemals mich reduzieren lasse auf einen einzelnen Aspekt. Wir haben hier alle Bereiche, wir haben hier natürlich mit verstärkter Situation Luftfahrt und Raumfahrt auf der ILA. Wir haben aber auch gleichzeitig Energie, wenn Sie zum Beispiel das Thema Aerogele angucken. Und wir haben das Thema Verkehr, wenn Sie zum Beispiel sehen, dass wir hier auch unser elektrisches Auto vorstellen, das Robomobil. Also wir haben tatsächlich alle Gebiete abgedeckt. Ich würde mich ungern auf ein einzelnes Thema jetzt reduzieren lassen. Wir haben ja mit den Amerikanern, mit der NASA vor einigen Jahren schon eine enge Kooperation vereinbart. Wir haben eine Rahmenvereinbarung unterschrieben. Und unter diese Rahmenvereinbarung sollen nun einzelne Vereinbarungen hinzukommen. Und eine Vereinbarung, die jetzt hier eben unterschrieben wurde, betrifft Air Traffic Management. Da geht es darum, dass wir gemeinsam mit der NASA neue Verfahren einführen wollen, um den Flugbetrieb noch effizienter zu gestalten. Nur um ein Beispiel zu geben, alleine das Rollen auf dem Boden, wenn wir das reduzieren können bis zum Start um etwa 5 bis 6 Minuten, dann spart man an einem Flughafen wie Frankfurt 30.000 Tonnen Kerosin pro Jahr. Also eine unglaubliche Menge. Deshalb lohnt es sich, gerade hier auch nachzudenken, wie man das optimieren kann. Und gemeinsam mit der NASA wollen wir das tun. Die Frage, warum NASA und welche Erfahrungen haben wir, ist einfach zu beantworten. Wir haben eine sehr lange Kooperation mit den Amerikanern auf vielen Bereichen. Ein Beispiel, als jetzt Curiosity auf dem Mars gelandet ist, hat mir der Chef der NASA eine E-Mail geschickt: Germany is on Mars, weil wir eben auch ein Gerät, ein Strahlungsmessgerät auf diesem Curiosity Rover haben. Wir haben aber auch in vielen anderen Bereichen sehr eng zusammengearbeitet. Ein gutes Beispiel ist SOFIA, das fliegende Infrarotteleskop, was wir ja auch hier auf der ILA ausstellen. Also wir haben eine lange, langjährige Kooperation, die nicht nur institutionell, sondern vor allen Dingen auch auf persönlicher Ebene sehr gut wirkt. Das war der DLR Webcast.